Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Quareshmas. Ich kann es immer noch nicht sagen. Skillshow, ja, immer noch ein sehr, sehr schwerer Videotitel. QSS Nummer 4 und zwar heute mit dem nächsten 5-Star-Skiller. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist eine große Unterstützung, wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet. Link in der Videobeschreibung zu Kinguin und natürlich auch zu Sennheiser für PSM-Max und Guthaben und Headsets. Elton ist der Spieler, um den es heute gehen soll. Nein, nicht der von Devoto Dallo oder von Stefan Raab. Nein, es ist Elton José Javier Gomez von Al-Fateh, glaube ich, in der Saudi-Liga. 1,59 groß, Hochmittelarbeitsraten, Linksfuß und 5-Star. Skills natürlich, kostet 7.800 Coins, 89 Tempo, 74 Dribbling und das war's ja quasi schon mit den guten Stats. Aber, naja, in Ordnung. Das Team, was ich um ihn gebaut habe, sieht folgendermaßen aus. Carrizo, dann haben wir Rojo, Campagnaro, Cedric, Gibbs, Rosicki, Casemiro und vorne Quaresma, Fua, Caputo und Bolasi. Ja, ein ziemlich cooler Link zu Rosicki hin. Irgendwie muss ich das Ganze ja machen. Und Quaresma natürlich der Mann hier, um den es geht bisher. 7 Tore, 4 Vorlagen in 9 Spielen. Heute soll natürlich ein bisschen was dazukommen im Idealfall und deswegen gehen wir direkt rein in die erste Partie. Und ich muss dazu sagen, die dritte Partie ist ein bisschen gefailt, denn in der dritten Partie, die gab es einfach nicht. Die gibt es einfach nicht. Es gibt heute die vierte Partie, die ich euch zeige. Die dritte Partie wurde einfach nicht aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, wo die Aufnahme ist. Ich habe es eigentlich aufgenommen, aber es ist weg. Habe sowieso 2-3 verloren. Von daher ist das Ganze nicht so schlimm. Auch wenn die 2 Tore natürlich nicht auf den Geld-Counter oder den Coin-Counter mit reinzählen. Aber das ist auch nicht so wild, glaube ich. Wir haben hier ein Fünferketten-Team, bestehend aus Ajax Amsterdam. Und naja, was soll ich sagen? Gegen Fünferketten-Teams zu skillen ist immer relativ schwierig. Elton versucht es hier am Anfang mal. Allerdings werde ich ausgekontert. Und zwar bei Kirschner. Und der ist schnell. Und der ist gut. Und ja, da ist Rojo mit einer richtig geilen Grätsche. Ich habe mich richtig gefreut, deswegen habe ich die Szene mal eingeblendet. Sah richtig cool aus. Karaschma auf der anderen Seite versucht mal in den 16er reinzukommen. Das wird aber nichts. Immerhin gibt es einen Freistoß, was gar nicht mal so schlecht ist, denn wir wissen ja, Karaschma kann das. Allerdings aus der Position relativ schwierig. Und ich habe ein bisschen zu viel Curve reingelegt. Dementsprechend landet der Ball in den Arm von Sillison und ist kein größeres Problem. Kurz vor der Halbzeit hatte ich dann nochmal Glück, denn hier kommt Kirschner wieder an den Ball, spielt das gut auf Arkadiusz Milik. Die Leihgabe. Uiuiui, Carrizo gerade noch so da. Von Augsburg macht hier fast das 1:0. Und in der zweiten Halbzeit gewohnt. Und das Bild hier mal ein Scoop-Turn von Quaresma. Der versucht nach vorne zu gehen. Ballrolle, Dragback und so weiter. Man kam nicht durch. Elastico-Job. Ihr seht sie, die Verteidigung steht bombenstark. Ein bisschen Körpertäuschung. Hier nochmal ein Ballroll-Job. Und wir gehen nochmal weiter. Jetzt ein Rabona-Fake, ein Scoop-Turn. Versuchen durchzukommen. Hätte viele Coins gegeben, aber er geht am Tor vorbei. Und naja, dieses Bild mit dem Nicht-Durchkommen hielt sich bis in die Verlängerung. Da dann dieser Schuss von Milik auf unser Tor. Gute Parade von Carrizo. Und jetzt gibt es einen Eckball. Und wir sind nicht sonderlich kopfballstark. Wir haben zwei relativ kleine Innenverteidiger mit Rojo und Campagnaro. Und er hat relativ kopfballstark. Starke Spielerecke von Schöne in die Mitte und da steht Kirschner mit dem Kopfball. Gehalten von Carrizo richtig, richtig gut, aber es gibt noch einen Eckball. Und naja, wenn ich ihn schon einblende, könnt ihr ahnen, was daraus passiert ist. Die Verteidigung vom Gegner stand gut und zwar nicht nur defensiv. Nein, im Endeffekt tat sie das auch offensiv. Wirgewehr köpft den Ball über Carrizo hinein ins Netz zum 1:0 der 95. Minute. Das war dann letztendlich wohl auch die Entscheidung, denn defensiv stand der Gegner einfach wie eine 1 und ich kam da nicht durch. Letzte Chance nochmal hier über Quaresma, über wen auch sonst mit dem Scoop-Turn. Geht dann hier weiter geradeaus. Allerdings ist die Abwehr einfach zu sicher hinten drin und ich habe mich dann letztendlich für einen großen Fehler entschieden. Hier ja, kriege ich nämlich gleich einen Freistoß zugesprochen. Ihr seht es jetzt nach dem nächsten Job und ich habe mich entschlossen, okay, ich nehme den und versuche den reinzumachen. Normalerweise kann Quaresma Freistöße. Was aber hier gemacht hat, zeigt, dass das Spiel nicht so ganz meins war. Denn, passt auf, bam. 2 Balken. Normalerweise wäre er aufs Tor zumindest gekommen, aber hier nicht. Ball geht rüber und es wurde noch bitterer. Ball auf Milik. Milik geht um die Verteidigung rum. Cedric ist zu langsam, um sich zu drehen. Und der Schuss wird erst noch gehalten. Ist dann aber im Nachschuss drin. Ja, 120. Minute, 2:0. Keine Coins in diesem Spiel. Sehr, sehr bitter. Gott sei Dank haben wir die Regelung, dass es zumindest ein Pack pro Episode gibt. Allerdings das auch nur, wenn wir zumindest ein Tor geschossen haben. Also wenn wir einen Ansatz von Coins haben und ob wir den hinkriegen, ja, da wäre ich mir ja noch gar nicht mal so sicher. Die Fans von Ajax hier übrigens, die feiern natürlich vollkommen zu Recht. Gegner gut gespielt und gewonnen. Allerdings war das für mich alles andere als schön. Deswegen muss es im zweiten Spiel natürlich besser werden. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird gegen dieses Team hier. Es ist My Name is Jeff. Oder My Name is Jeff. Und wieder Niederlande. Hat mich ein bisschen überrascht, zweimal auf Niederlande-Squad zu treffen, aber diesmal mit Worm, Kongolo, Rekik, Van der Wiel, Emanuelson, Wijnaldum, De Jong für Elias Snyder und Depay. Also auch mit dem 5-Star-Skiller drin. Hat er geskillt? Natürlich nicht. Der dritte Gegner, den ich euch nicht zeigen kann, der hat richtig gut geskillt. Der hat auch wirklich effektiv geskillt und die Tore nach Skills gemacht. Aber ich kann es euch leider nicht zeigen, weil es nicht mehr da ist. Elton kriegt hier den Ball, macht einen Fake-Shot. Naja, geht weiter mit dem Rabona-Fake. Versuchen wir mit dem Finesse-Schuss nach 25 Minuten. Ball geht aber übers Tor. Und naja, das war jetzt nicht so wirklich seine beste
beste Szene, die kommt jetzt eventuell hier. Wobei, wer weiß, na, geht zumindest mal weiter. Ball auf Rosicki, schön gespielt. Rosicki mit dem Schussversuch, aber der Ball wird gehalten von Worm und der Nachsitzer von Fuakuputu geht auch noch vorbei am Tor. Allgemein war Elton das Problem. Naja, er war zwar schnell, dribbelstark und so weiter und so fort, aber der Typ ist einfach winzig klein, er hat quasi keine Physis und keinen besonders guten Schuss dieses Jahr. Letztes Jahr war der deutlich besser und dieses Jahr, naja, ist er einfach nicht so mein Spieler, vor allem nicht im Zentrum, wo er vom Ball getrennt werden kann. Karasma kriegt den Ball nicht ins Tor. Der Ball wollte mal wieder nicht rein. Das ist natürlich blöd in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise direkt danach. Dann dieser Szene hier eine große Chance für den Gegner. Er geht am Tor vorbei. Er kann ihn eigentlich reinschießen, aber er legt aber auf Wijnaldum und das war der große Fehler, denn damit schießt er den Ball am Tor vorbei und es bleibt dann 0:0. Und direkt nach der Halbzeit kam Elton. Und dass der nicht so unbedingt mein Spielertyp ist, sieht man auch hier. Naja, er geht in den 16er rein und ich sag's euch im Voraus, das jetzt war kein Finesse-Schuss. Ja. Bisschen bitter, es bleibt beim 0:0, aber danach ging es weiter mit Karesma, er will sich nie auf sie sitzen lassen, geht mit der Ballrolle rein und der Schuss und das Tor 1:0, 49. Minute, endlich das erste Tor der Episode, endlich durch Karesma, der hier erfolgreich ist, wunderbare Bude auf jeden Fall, kann man so stehen lassen, die ersten paar Coins, 1500, gehen auf unser Konto für den 2-Sterne-Skill und das Tor von unserem, ja, quasi, wie soll man das sagen, Teamplayer, nee, von unserem... Ich habe das Wort vergessen. Fuakuputu hier mit dem Freistoß sollte eigentlich vom Karesma getreten werden. Habe ich für falsche Spieler angewählt. Allerdings bekommt er später nochmal eine Chance. Hier aber erstmal Bolasi und das auch bezeichnet hier für meine Torausbeute. Dragback, jetzt eine schöne Körpertäuschung und gegen den Pfosten aus einem Meter. Naja gut, hier, was will ich denn jetzt sagen? Unser Signature-Player, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und der kriegt hier einen Freistoß zugesprochen. Und zwar gegen die Verteidigung des Gegners, die relativ gut stand, hier allerdings nicht. Und naja, aus 20 Metern kann das nicht, aber vielleicht ja aus 29 Metern. Wir versuchen es einfach mal und der ist natürlich drin. Quaresma, wieder 1500 Coins, das 2:0, 75. Minute. Er beweist einfach, warum er einer meiner Lieblings-5-Star-Skiller ist. Sein 9. Tor im 11. Spiel. Haut er auf jeden Fall hier ordentlich raus. War eine richtig, richtig nice Bude. Muss ich ehrlich zugeben, hat mich überrascht, dass der reingeht, aber von mir aus sehr, sehr gerne. Und dementsprechend eine komfortable Führung. Allerdings ist das Spiel ja noch nicht vorbei, denn noch kann der Gegner ja zurückkommen und das versucht er natürlich auch. Allerdings war das Ganze wenig von Erfolg gekrönt und Elton hat hier nochmal eine Chance in der 82. Minute. Ja, und da sieht man wieder, das waren eigentlich zwei Ballrollflicks und was jetzt kommt, war eigentlich ein, ja, hier Hokuspokus, hat er aber alles nicht gemacht und der Schuss dann kommt auch nicht zustande. Also bei Elton, das war überhaupt nicht mein Spiel, aber egal, 2:0 Sieg gegen Real Sociedad hier in dieser Partie und dementsprechend gehen wir jetzt in die dritte rein und zwar, ja, eigentlich in die vierte, ihr wisst ja Bescheid mittlerweile, gegen dieses Bronze-Team und normalerweise hätte ich lieber gegen Gold-Team oder Silber-Team gespielt, weil Bronze-Teams haben immer Momentum gegen mich. Mal sehen, wie es in dieser Partie werden wird mit Jean-Baptiste hinten drin und dazu noch beispielsweise Oduro im Sturm und Mané, also sehr schnelle Spieler, Mitchell, glaube ich, ist das auch rechts, Joseph im Mittelfeld. Wir werden sehen. Erste Chance durch Cedric und der spielt den Ball auf Karesma und der spielt den Ball nach vorne auf Elton und der macht mit Mergidi-Spin mit einem Rabona-Fake. Was denn hier los? Will der einfach ein Tor schießen? Der will ein Tor schießen. 1:0, 13. Minute, wunderbar gemacht. So kann es auf jeden Fall gehen. Elton hier endlich mal mit seiner Bude. Wurde wirklich langsam Zeit, weil, naja, sind wir mal ganz ehrlich, so, ja, Episode ohne den 5-Star-Skiller, also den Signature 5-Star-Skiller, den Skiller der Episode, der ein Tor schießt, wäre scheiße. Das hier ist auch scheiße. Ich wollte auf Start drücken, weil ich nur eine Hand frei hatte in dem Moment und Oduro nutzt das eiskalt aus, weil es nicht ging. Macht das 1:1 nach 17 Minuten, war natürlich relativ bitter, allerdings kannst du da nichts machen. Deswegen versuchen wir direkt weiter zu spielen. Schöner Hackenpass und dann auf Karesma wieder und der versucht sie durchzusetzen. Schafft das nicht so wirklich, aber dann nochmal mit dem Berber-Spin und hier wird er gefoult und es gibt einen Freistoß. Beziehungsweise hätte ich gerne gehabt, aber gibt es nicht, wie ich gerade sehe. Was? Okay, ah, ich habe weiter geskillt. Okay, hier, Skillrun, bam, Elastico-Job und im Endeffekt der Keeper hält den Ball. Hätte nice Coins gegeben, aber gibt es so nicht. Und auch in der nächsten Szene, da gibt es erstmal keine Coins. Aber der Scoop-Turn, den ich unbedingt noch machen musste, damit ich Coins kriege für dieses Tor, wird mir zum Verhängnis, es gibt einen Elfmeter. Und ich habe es ja gesagt, ich kann gegen Bronze-Teams nicht. Karesma mit der Chance auf 1500 Coins. Nein, es wären sogar mehr gewesen. Nein, es wären 1750 Coins gewesen. Aber wir haben einen Bronze-Keeper. Was macht ein Bronze-Keeper gegen mich? Naja, ratet einfach mal. Er hält natürlich den Elfmeter. Ja, nicht weit genug nach links gezielt und dementsprechend beim 1:1 ist es geblieben. Allerdings nur bis kurz vor der Halbzeit. Denn hier wieder Quaresma mit einem Mergidi-Spin, mit einem Berber-Spin, kommt glücklich durch, geht in den 16er hinein, versucht es mit dem Schuss und trifft den Pfosten. Es ist echt bitter, dass hier absolut nichts klappt in dieser Episode. Aber in der zweiten Halbzeit kommt Rosicki und der ist kälter. Denn er macht den Ball einfach rein. Ohne Skillmove oder irgendwas. Ich hätte noch eine Ballrolle machen können. Habe ich nicht gemacht. Ist auch vollkommen egal. Denn der Tscheche macht hier seine Bude sehr, sehr gut. Denn so bleibt es hier erstmal beim Sieg. Zumindest momentan noch für uns. Und dann kommt Elton, verliert den Ball. Ball von Casemiro nochmal auf Elton gespielt. Elton frei vom Tor. Und natürlich muss ich vorher den Skillmove machen und scheitert deswegen. Bitter, bitter, bitter. Und das sollte sich eventuell noch rächen. Ja, quasi 83. Oduro. Und
Pfosten. Gott sei Dank, kann im Endeffekt kann man ja auch den Ball klären. Das war die letzte Szene der Partie. Wir gewinnen 2:1 und jetzt kommen wir zum Pack der Episode. Und das Pack-Opening heute ist relativ mini, denn es waren nur 8500 Coins. Deswegen auch kein 25k-Pack mit Howard. Nein, es bleibt beim 7500-Pack mit Hazard, weil ich das 25k-Pack gerne geöffnet hätte. Wenn euch die Episode gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr darüber freuen. Der Spieler, den wir jetzt hier ziehen werden, ist Thiago Neves, der quasi das Pendant bildet zu Elton, allerdings Gold und von dem her ein bisschen besser. Den werden wir nächste Episode einbauen. Das Skiller-Rating von Chief, übrigens habe ich letztes Mal vergessen, sind 3+, wegen Liga und Nationalität. Ansonsten ein sehr geiler Spieler gewesen. Das Skiller-Rating, was jetzt kommt, natürlich ist das für den heutigen Spieler Elton. Ich hoffe, die Episode hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.